So Leute, wir sind jetzt in der Custom Bike Show Bad Salzuflen angekommen und wir wurden direkt von ADAC belästigt, die ist das, aber haben wir gut bewältigt. Jetzt haben wir uns erleichtert und jetzt laufen wir mal rum. Komm. Bilo hat diesmal übrigens auch ein Mikrofon. Letztes Mal haben sich viele Leute beschwert, dass der hinter der Kamera kein Mikrofon hat. Haben wir geändert, haben wir noch eins dabei. Entschuldigung. Wunderbar. Ja, Bilo, sag mal was hier. Ja, was machen wir jetzt als erstes? Wohin geht's? Bruder, wir laufen erstmal durch die Gegend. Wir werden so oder so Leuten begegnen und schauen uns die Sachen an, die uns interessieren. Heute so, wieder ja, gut gefüllt hier alles. Ja. Ich musste die Mütze abnehmen, weil es viel zu warm. Ich bereue es auch, dass ich einen Pulli angezogen habe. Aber mach schon nichts. Also es sind sehr viel Klamotten und Helme und so. Aber wir interessieren uns natürlich für die Bikes, für die Umbauten, für die Custom Bike Show. Wir wollen uns inspirieren lassen. Vielleicht können wir das ein oder andere für unsere Bikes übernehmen. Ne? Wie ihr wisst, Road Glide ist ja neu angeschafft. Und ja, das ein oder andere muss ich ja noch umbauen. Es sind schon feste Sachen geplant. Sollen wir drüben in die Halle? Guck mal, das ist Halle Davidson. Oder laufen wir erstmal hier rum? Lass erstmal hier rum, ein bisschen Struktur. Sag mal. Eigentlich habe ich schon fest geplant, was alles umgebaut wird, aber vielleicht ändern wir das ein oder andere. So, was für einen Stand haben wir hier? Cheetah. Ah, da hat mir schon einer was auf Instagram geschickt gehabt, dass die super Musikanlagen haben. Was haben wir hier? An der Street Glide, Street Glide ST. Herz steht schon da. Hä? Herz. Herz, ja. Hier auch, wunderbar. Guck mal, die Bremsscheiben. Ich weiß nicht, ob die so legal sind, aber das ist der absolute Hammer, ne? Guck mal, was hältst du eigentlich von diesem fetten Lenker? Geil. Warte. Lackierung schon geil, gell? Ich liebe ja dieses Gold, was dann so verdreht ist. Yeah. Das ist der Hammer, ja. Sieht man gar nicht, glaube ich. Ja, doch, doch, die Leute kennen das. Film mal den Lenker. Was hältst du von so einem Lenker auf der Road Glide? Oder ist too much? Ja, aber der ist so dick, glaube ich. Zu dick, ne? Ja. Komm, wir gehen weiter. Dann schauen wir mal weiter. So, kennst du das? Bam, jetzt geh weiter. Noch ein Problem. Oh. Gibt es hier einen Audiotest gerade? Ich glaub guck, nicht. Das sind die Fußrasten. Was sagst du? Ja. Was sagst du? Ja, lass mich mal gucken. Ich würde die natürlich in Rot holen. Ich würde die natürlich in Rot holen, weil die CVO rote Akzente hat. Und das ist das Bremspedal, wo du 4 Punkte verstellen kannst. Ja. Und die Passenger, was sagst du? Sind die Bremsdinger auch von denen? Das hier? Nein, Brems vorne, Scheiben. Ja, ja. Hi. Hi. Und wir schauen auch rein. You like? Yes. Looks great. Komm weg hier, der halbe Kofferraum weg. Nee, aber Bilo macht das auch. Das ist genau die Maschine, die mir geschickt wurde. Die soll brutal klingen. Er soll lauter machen. Die machen gerade lauter, warte. Can we, excuse me, can we turn up the volume a little bit? Or? Yes. Just a second. Yeah, no problem. No problemo. You want to demo for one minute? For the Road Glide? Yes. But it sounds different, yeah? Yeah, I have a Road Glide too, so it's not... Yeah. Go listen. Okay, thank you. You're gonna like it. Yeah. Ja, das ist schon eher unsere Musik. Aber man muss natürlich auch sagen, ne? Der hat da die Boxen drin, oder komm, wir zeigen es. Warum hauen wir ab, Alter? Guck mal, der hat die Boxen hier hinten drin. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann den Koffer als komplett Resonanzkörper nehmen. Und dann ist auch noch hier fettes Teil verbaut. Also, ja, Beinschilde muss man wollen. Sag ich euch, wie sieht's. Oder wie bei mir. Aber die klingt pervers. Also der Typ, der mir das auf Instagram geschickt hat, wunderbar.
Aber er meinte irgendwie 4, 5, 6, 7 Mille. Irgendwo ist auch vorbei. Oder was sagen Sie als Experte? Ja, ist zu viel. Hä? Das ist zu viel. Ich habe ja auch nur 2 bezahlt. Ja, Moment. Dein ist doch immer was anderes, Bruder. Bei dir ist nichts und du hast aus dem Nichts so eine geile Anlage erschaffen. Ja, aber meine ist genauso laut. Aber hier benutzen die die. Aber wir haben schon auf dem Weg hierher besprochen. Im Stand klingen alle Maschinen geil. Ja, ja. Aber während der Fahrt trennt sich die Streu vom Weizen. Hier, Walzwerk, immer geil. Immer wenn ich die sehe, werde ich sagen, einfach geil. Irgendwann schnappe ich mir auch eine und baue sie selber um. Ist einfach brutal geil. Guck mal, das zum Beispiel. Die BMW-Farben, wunderbar. So weiß am Wochenende zur Eisdiele und so, weil jetzt habe ich ja eine über 400 Kilo Maschine, nicht mehr ganz so angenehm. Bandscheibe. Gefällt dir nicht? Ja, wir können nicht alle einen guten Geschmack beweisen, weißt du? Ansonsten wird es hier ein bisschen interessanter für uns. Kultwerk. Oh ja. Wir haben auch die gute Musik. Hier haben Sie eine waschechte Schumacher Ferrari. Boah, die sieht schon pervers aus. Guck mal hier. Bleiben wir noch bei der Ferrari. Guck mal, am Motor haben Sie auch Scuderia Ferrari. Ich habe es gerade voll deutsch ausgesprochen. Scuderia Ferrari. Ist schon geil. Naja, vielleicht nächstes Jahr reist Ferrari mehr mit Lewis Hamilton, aber dieses Jahr ist okay. Ist es der Knight Rider schon wieder? Nee. No. Die ist auch geil. Aber wir verherrlichen keinen Alkohol. Na, das sind wir raus. Ne? Wir haben der Zuschauerschaft gegenüber eine gewisse Verantwortung und das sind wir raus. Ja? Aber es sieht schön aus. Wir laufen weiter rum. Bro, wenn ich irgendwas anders machen soll, sag's mir, ne? Nee, passt schon. Wenn dir irgendwas auffällt. Oh, Kultwerk macht auch Ducati. Auch eine coole Maschine. Ich stehe ja drauf, wenn so Sachen eloxiert sind, egal ob rot, blau, lila, das ist brutal geil. Das sieht einfach immer sexy aus. Da habe ich auch jetzt vor ein paar Tagen beim Don auf der Instagram-Seite eine Lowrider ST gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es seine ist. Mit viel, wo die Gabelbrücke rot eloxiert ist und so. Und es klingt ultra geil. Es klingt geil, sag ich. Es sieht ultra geil aus. Geh mal, weiter. Nein. Alles gut? Ja, ja. Was? Was ist das? Was ist das? Open Belt Drive System. Ja, Bruder, da ist einfach der Primärdeckel offen. Dann siehst du, wie die Sachen sich hier drehen und hier. Wie checkst du, Bruder? Das, Bruder, da ist es hier offen und dann siehst du hier, wie der Riemen sich bewegt und so. Ja, ist schon auf. Können wir mal gucken. Ich sag dir, wir können gucken, ja, aber ich sag dir jetzt schon, also da kommt Dreck rein und so. Für Leute wie dich und mich. Film mal von hier. Ja, das ist nicht so cool. Film hier. Kann man es drehen? Nee. Bleibt es dann so offen, ja? Ja, ja. Und ist auch legal, scheinbar. Hätte ich nicht gedacht, weil wir leben immer noch in Deutschland. Hat schon was. Aber für Leute wie dich und mich, die bei Wind und Wetter fahren, da kommt halt jeglicher Dreck kommt da rein. Und ich sehe da Potenzial für verfrühten Riemenabrieb. Komm, wir gehen mal die Chicano da drüben abchecken. Das ist auch was für dich. Das war aber wieder eine Heritage. Dann scheiß drauf. Schmutz. Guck mal hier. Warte, komm mal hier. Hab ich auch. Der Night Rod ist einfach geil. Die ist einfach geil. Ist aber leider. Warum wirkt die so klein hier? Ja, oder? Bro, wir sind halt Touring-Maschinen gewohnt, deswegen. Und die ist halt flach. Aber ist halt nur ein Eisdeal-Motorrad, muss man sagen. Da ist ja eine Breakout so komfortabler. Und die ist schon Eisdeal-Maschine. Also gehen wir mal zu der Heritage. Ja, das ist eher Bilos Welt. Auch wenn es eine Heritage ist und keine Road King. Aber der Lack, film mal den Lack. Okay, wie das glitzert. Das ist einfach der Hammer, Bro. Und guck mal am Motor, die weißt, Details. Weißt du, was die gemacht haben? Guck mal am Motor. Meins ist es nicht, aber... Ja, ja. Brodale.
Und hier, falls es Probleme gibt, ein dickes, fettes Argument. Das brauche ich für die Türkei-Tour. Ja, auf dem Weg zur Türkei wäre das vielleicht nicht schlecht. Also. Das heißt doch irgendwie Argumentverstärker oder so. Das ist. Also die Kamera ist gerade ausgegangen, wir machen weiter. Bilo hat mir gerade die Maschine gezeigt. Und no hate, ehrlich, aber ich sag mal ganz dezent, meins ist es nicht. Dieses alte, rostige und dann dieser hochpolierte Chrom. Wahrscheinlich ist das auch die Idee dahinter, aber ich bin da raus. Oder was sagst du, weil du hast es mir gezeigt. Ja, ich habe nicht gesehen, dass sie so eine Farbe hat. Also ich finde ja Chrom geil, wie da drüben, wenn das so eine krasse Lackierung ist, so rot, blau oder und dann dieses Chrom glänzt als Akzent, finde ich geil. Also meins findest du nicht geil? Deins ist sexy, Bruder. Deins ist ja so schwarz, bam, und dann dieses ganze Chrom als Akzent, Wunderbärchen. Guck mal, die Felgen auf der BMW, die sind der Hammer, die passen brutal. BMW habe ich heute auch schon gesehen, die ist nicht geil. Findest du auch geil, oder? Ja. Gehen wir hin. Wir gehen hin. Das ist eine R80 gewesen oder eine R100. Und dann werden die halt, ja, umgebaut. Da war ich auch drauf und dran. Musste dann aus Gründen. Sieht halt geil aus, so mattschwarz, ne? Aber ich finde auch, wenn du von schräg hinten guckst, da hinten, ja, wenn du auf die Felge guckst, wie geil das aussieht. Und die Lösung mit dem Auspuff ist auch geil. Normal gibt es von Walzwerk so einen Auspuff, wo unten das so an der Seite links, rechts rauskommt und dann endet es normal hier. Aber hier, das finde ich auch geil. Wie bei der Honda CBR 600. Da ist auch der Auspuff unterm Sitz. Andere Modelle wahrscheinlich auch, aber die kenne ich nicht. Nicht? Das ist ein geiler Auspuff. Geile Maschine. So, weiter. So, wir gehen gerade über in die nächste Halle. Hier haben wir wieder Schmuck, Schuhe, ganz spezielle Schuhe, zeig mal ganz kurz. Wer will, hier findet ihr euer, ich sag nichts. Sollen wir direkt rüber oder eine Runde drehen? Lass eine Runde drehen. Okay, wir drehen eine Runde, bevor wir rübergehen. Hier haben wir eine, keine Ahnung. Was war denn das? Lowers. Wunderbärsche. Ist ganz viel Klamotten dieses Jahr, gell? Guck mal, hier wieder Leder, Jacken, T-Shirts, Westen, Kutten, Stiefel. Hier wieder Klamotten, als brutal. Also da brauchen wir gar nicht reinzugehen, oder? Ist ein bisschen so viel los. Wir gehen mal hier lang. Wir wollen Bikes sehen. Gehen wir zuerst Chick Light, zuerst Harley. Komm, wir gehen mal hier lang. Zuerst zu Jacob. Oh, was sind da meine Augen? Dein Mikrofon ist an, ne? Da filmen wir natürlich nicht hin. Mach so es nicht. Ja. Hier, Jekyll und Hyde. Der einzig wahre Auspuffhersteller. Wunderbar. Guck mal, hier gibt's schon Soundtest. Was für ein ist das? Ah, Indien. Weiter. Weiter. Brauchen wir nicht. Ah, guck mal, die Maschine. Weißt du noch, vor ein paar Jahren auf den Hamburg Harley Days? Nee. Kennst du die nicht? Nein. Komm, wir gucken die uns an. Ich weiß nicht mehr, für was die umgebaut haben, aber die ist auf zwei Seiten ist die anders so. Guck, film mal den Tank. Ich glaube, vor 2 Jahren auf den Hamburg Harley Days das erste Mal. Und jetzt film mal von der anderen Seite. Das soll quasi Dr. Jekyll und Mr. Hyde sein. Der Verrückte und der Gechillte, verstehst du? Die Maschine hat auch schon ein bisschen was auf dem Buckel. Also nicht kilometertechnisch, aber ich glaube, die ist schon 2-3 Jahre alt. Noch nie gesehen. Noch nie? Nee. Warst du nicht dabei? Warst du dabei auf den Hamburg Harley Days? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Boah, Bruder, die sind auch geil, die Triumph mit dem fetten Reifen. Boah, die sind auch geil, die Bonneville Bobber. Auch geiles Teil. Oder was sagst du? Ja, hat was. Hä? Ja, haben wir ja auf der Glemseck gesehen, ne? Aber so umgebaut mit den fetten Reifen? Nee. Guck mit den Stollenreifen, wie brachial das rüberkommt. Ist ja der Arme. Der Arme. Clubstyle Culture. Hat man auch schon hier und da gehört.
Gefällt dir die oder was? Ja. Bruder, das ist grün. Die Nein. ist auch geil. Aber guck mal, die. Das die gefällt grün. Mir überhaupt nicht. Ja, also meins ist auch nicht. Aber das Grün, so hat, das hat man noch nicht gesehen. Ja. Hast schon mal so ein Grün. So Giftgrün, wie hier, das kennt man. Aber so ein, ich will nicht sagen Pastell, aber ja. Boah, die ist heftig, Digga. Digga, so kitschige Farben. Die ist so auf GTA 6 angelehnt. Deine. Die Fußrasten wieder, ja. Aber die sind ein bisschen brutal fett, oder? Oder sagst du... Nee, für dich lang's bei Schuhgröße 45. 44,5, bitte. Aber die CVO? Welche, die rote? Die rote meinst du? Ja. Das ist genau die, wo du in Chrom gut findest. Ja. Die, wo du in Chrom gut findest, ist halt hier in Rot. Guck mal, Lenker. Nee, das ist nichts für mich. Ja. Mit dem Tacho hier oben, das fühle ich nicht. Ich verstehe, warum man es macht, aber optisch ist es nicht so meins. Wenn du Fragen hast, einfach fragen. Ja? Alles klar. Hi. Hi. Back. Deins? Ja, wenn ja. du Fragen hast. Ich habe gerade gesagt, dass ich den Tacho nicht cool finde. Findest du nicht gut? Nee, ich verstehe, warum man es macht. Ja. Aber ich finde, es ist zu klobig, weißt du? Echt, findest du, ja? Ja, ja. Ist ja auch so. Wenn du jetzt guckst, ja. Film mal Stimmt. hier. Du hast, ich sage jetzt mit Anführungsstrichen, den filigranen Lenker. Ja. Und dann klatschst du den Tacho drauf. Ja, grundsätzlich gebe ich dir recht, ja. Aber ich verstehe auch, warum man es macht. Genau, man macht, also ich habe es gemacht, damit du oben vom Navigationssystem hin das Navigationssystem noch erkennen kannst, wenn du... Ja, du bist ein Tick größer wie ich, du siehst es. Ja, genau, ich sehe es noch. Und nach unten hin wollte ich es halt auch nicht haben, weil er mir dann zu nah an dem Tank der Schwere. Ne? Deswegen habe ich gesagt, muss was in die Mitte. Sah auch clean aus und ich wollte es so ein bisschen haben, dass es so ein bisschen aussieht wie, als wie Serie. Ne? Ja, ja. So ein bisschen... Also es gibt ja auch die digitalen Tachos und so, ja. Aber bei mir macht es halt nicht so viel Sinn, weil ich hab jetzt zufällig eine CVO ergattert und die hatte die geilen Instrumente, ja. Weißt du? Ja. Deswegen, die muss ich auf jeden Fall mal. Aber eine Frage hätte ich, ja. Die Fußrassen ja. unter uns, die sind ja nicht original, ne? Nein. Ich werde mir die auch sowas von AliExpress bestellen. Ja, die sind sehr gut. Und bist du zufrieden? Extrem. Weil ich habe es ihm doch mal davon erzählt und er sagt, ah, die brechen ab und ja. Ich sage, Bro, das ist alles dasselbe. Das ist dasselbe. Also die Qualität ist wirklich extrem erschreckend gut. Klar, ich habe die Originalen hier gesehen. Die Originalen hat man ja hier. Die sehen ja auch gut. Dem will ich nichts abreden. Aber der Preis? Genau. Also die Originalen, da bist du, glaube ich, über 800 Euro. Nur für die vorderen Fußrasten. Und ich habe für das Set mit den Sozius-Rasten habe ich für das Set unter 300 mit Zollgebühren. 270 mit Zollgebühren. Also jetzt bieten sie an für 283 und dann kommt noch Zoll dazu. Es ist immer tagesformabhängig, je nachdem. Werde ich mir sowas von bestellen? Ja, je nachdem. Vor allem, sorry, dass ich unterbreche, ja, aber vor allem, nachdem du dir zu gut geredet hast. Nee, extrem geil. Also ich war wirklich, ich dachte so, ja, wenn du sportlich fährst, mal aufsetzt, vielleicht zerkratzt du dir so ein Ding, wäre schade drum, aber es müssen bessere Rasten ran, optisch, als die Originalen. Was kommt da hin, dass es preis-leistungsmäßig passt? Und ich sag dir ganz ehrlich, setze ich damit einmal auf, ne, hast du in der 250 Euro... Ich habe die CVO-Dinger und da bin ich auch einmal aufgesetzt und dann dachte ich mir, ouch, weißt du, was ich meine? Ja, weil die sind ja auch also nicht günstig, die CVO-Dinger. Nee. Und der Grund, also ich finde die optisch geil, ich weiß nicht, ob du die kennst, die CVO von 19, die sind vorne ein bisschen dicker. Deine Videos. Ja, aber wir kennen uns auch. Also wir sind damals mit Fabi Flex durch Berlin gefahren. Bist du aus Berlin? Achso, ihr seid aus Berlin. Ich bin ursprünglich aus Berlin. Mittlerweile nicht mehr, bin weggezogen. Ja, ich erinnere mich jetzt nicht mehr, aber... Nee, wir sind aber damals zusammen mit Flaschenkost... Ja, die Deutschlandtour. Die Deutschlandtour, da habe ich mit dran teilgenommen, damals noch mit einer Breakout, mit einer grauen. Nee, sag mir nicht. Ja, aber Berlin war auch eine große Gruppe, muss man sagen. War eine große Gruppe, wir haben mal zusammen Mittag gegessen an der Spinnerbrücke damals. Ja, ja, okay, genau, warst du mal, ja. Genau, nee. Ja. Auf jeden Fall, genau. Die Fußrassen, die werden extrem schmal und für eine Tourer, ich habe die mir auch aus Komfortgründen geholt, ist es nichts. Deswegen, ich bin sehr happy und du bist zufrieden, ne? Mega zufrieden, also ich bin jetzt auch noch nicht so lange damit gefahren, knapp 100.000 Kilometer, ich glaube 800 habe ich jetzt aufgespult, weil die ist jetzt Ende September ist die fertig geworden. Ne, vorher noch im Bagger-Style gefahren mit Chisel-Lenker auf 14 Zoll. Und jetzt ist halt einmal das Komplettpaket gemacht worden. Geil. Ne, auch die Schrauben habe ich gesehen. Genau, jetzt so 700, 800 Kilometer, glaube ich, bin ich jetzt gefahren. Diese Spikes sind auch krass. Du bist wie festgetackert, wenn du mit einem weichen Schuh drauf sitzt. Darf ich mit dem Fuß kurz? Ja, kannst du dich auch gerne raufsetzen. Ja, ich würde mal kurz. Ja. Die Schlüssel in der Nähe? Ist okay.
Digga, die ist schon geil. Versuch mal den Fuß nach. Ja, ich kann aufstellen, ne? Ja, die ist schon geil. Die Fußrastanlage, hast du alles richtig gemacht. Stell dich mal hinten drauf. Ja? Stell dich mal hinten drauf. Ja? Danke. Steht schon in der Garage. Boah, der Lenker ist aber auch geil. Geiles Bike hast du. Dankeschön. Ja. Dann danke schön fürs Gespräch. Ja, klar, gerne. Und vielleicht sieht man sich wieder. Ja, noch viel Spaß auf der Messe, ne? Danke dir. Also Bruder, die Maschine von dem Bruder mit den Fußtasten, geil. Du weißt selber, gerade auf dem Weg hierher, haben wir noch drüber diskutiert. Und du so, Bro, das kannst du nicht aus China bestellen und bla bla. Ja, aber er hat gesagt, er ist nicht lange gefahren, ne? Ja, er hat die Erfahrung gar nicht. Ja, aber die sind stabil. Das, ja, aber es sieht genau so aus. Wir nehmen die. Guck mal, die Originalen, hinten und vorne kostet zusammen fast ein Taui. Hier zahlst du 300 plus Zoll. Ja. Yeah. Sikerim, wird der Türke sagen. Ja. Wie der Settleman, Bro. Hä? Wie der Settleman, sag ich. Hast du gesehen, Settleman? Weil ich ja bei der Lowrider S, fast auf die Fresse geflogen, weil ich ja mit der Lowrider ST nicht so zufrieden war mit dem Sitz, habe ich mir diesmal den aus China bestellt. Deswegen lasst unbedingt ein Abo da, dann verpasst ihr das Video auch nicht. Und werdet den noch mal ein bisschen verfeinern. Seid gespannt. Ja, ja. So Leute, Billo hat mich gerade hier auf die Community-Bikes aufmerksam gemacht. Also es sind Bikes von einfach Leuten, die hier ausstellen. Ja. Oder werden die speziell ausgesucht? Das weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Breakout, die tiefer als der Boden ist. Damit kannst du auch nicht mehr zur Eisdiele fahren. Die steht nur im Wohnzimmer gut. Aber die ist geil. Der Auspuff ist nicht so geil, habe ich mir sagen. Was heißt sagen lassen? Ich bin schon selber eine gefahren mit dem Auspuff und meine Warte hat es zu spüren bekommen. Aber rein optisch gesehen ist der Auspuff geil und auch schwarz, olivgrün, immer geil. Und auch da unten am Tank mit matt und glänzend gearbeitet, brutal, oder? Was sagst du als Experte? Ja. Und guck mal hinten am Fender. Das ist dezent halt, ne? Der Gerät. Der Gerät. Das ist der Gerät, das ist der Fender. Hier müssen wir nicht drüber reden, Digga. Also ich habe die schon mal bei denen gesehen. Das ist die von Fabian Flex, ne? In dem Bike Battle. Auf den Bildern fand ich sie nicht so. Aber hier in echt, guck dir mal den Lack an. Da brauche ich aber eine Sonnenbrille, wenn ich länger als eine Minute drauf gucken will. Das Ding scheppert dir die Augen weg. Und wie krass diese Flakes sind. Guck mal, film mal richtig hier. Ist ja brutal, ey. Schöne Maschine. Damit kommst du erfolgreich von A nach B. Einkaufen, Lidl, Edeka. Und das ist auch, die hat auch mitgemacht. Die hier? Ja. Der Bruder hat sich die Hälfte von seinem Tankvolumen weggenommen, aber rein optisch gesehen wunderschön. Auch geil. Ja, es gibt schon geile Sachen. Du bräuchtest mindestens 10 Bikes, um alles machen zu können, was dir gefällt. Ja. Leute, guck mal, was für ein Schmuckstück wir hier haben. Alter, das ist ja geil. Wurde ja extra gebaut, habe ich mir gerade sagen lassen. Ich weiß jetzt nicht, von welchem Dealer. Also heute... Bielefeld. Köln, Bonn, Düsseldorf, Bielefeld oder Osnabrück? Bielefeld. Bielefeld? Ja. Krasses Teil, Digga. Und was ist das hier? Ist Airride oder was? Film mal hier. Die haben hier sogar noch die Felge von der Fettbob genommen. Brutal, ey. Natürlich ein Hinterreifen, muss ja auch wirken. Das ist echt ein Schmuckstück, ey. Auch Sitz, guck mal. Geil, Digga, ich würde mich gerne mal reinsetzen. Aber ich lasse es. Guck mal, das wäre eigentlich perfekt, ne? Du hast dann deinen Kameramann hier sitzen, der filmt dich die ganze Zeit. Beste Videoaufnahmen. Hey, die ganzen neuen Leute, ne? Wenn ich Arbeitskollegen habe und so, die kriegen dann irgendwann mit, was ich mache und so. Oder auch meine Freundin zum Beispiel, die finden die Sports CS geil. Also bei den Nicht-Harley-Leuten findet die guten Anklang. Ich finde die auch geil. Ein bisschen anhängt an Rennmaschine, deswegen. Ja. Aber geh mal die Road King an. Kann sein, kann nicht, was? Schau mal die mal Road King an. Die hier? Ja. Ja. Die hat auf jeden Fall einen fetten Vorderreifen, der optisch deliziös ist, fahrdynamisch. Ist geiler Lenker, Longer. Und das finde ich halt bei mir auch. So ein Reifen? Nein, dass dieser Abstand hier... Ja, zeig mal. Dass dieser Abstand hier... Kleiner wird. Kleiner wird, ja. Aber ja, das hast du ja schon durch die Tieferlegung und durch das 21-Zoll-Rad. Ja. Was willst du noch? Soll's rein? Ja. Aber so kann ich halt nicht fahren, ne? Das ist halt schade. Aber so sieht's halt richtig geil aus. Ja, das ist nur die Abstellhöhe, Bro. Aber schönes Motorrad. Gefällt mir gut. Schön.
So Leute, weiter geht's. Jetzt laufen wir mal hinten lang, wo wir vorhin vorbeigelaufen sind. Und hier haben wir einen wunderschönen Hund und wieder Klamotten. Ah, hier haben wir die Lenkergeschichte. Oho. Genau, das waren die, wo wir uns letztes Jahr im Ockern angeguckt haben. Du kannst die hier, kannst du die verdreht montieren und so. Aber meinst du, das würde geil kommen auf der Road Glide? Komm, wir gucken uns mal die an. Also ich sehe dann schon eine. Da haben wir ein Thema jetzt. Da haben wir ja ein Thema. Aber ist das zu massiv, Bro? Nein. Das ist doch der dünne. Das geht schon unter, Bro. Das ist der 1,5er. Das geht unter. Bro, glaub mir, wenn du so ein dickes Ding hast, das ist voll unangenehm mit der Handhabung. Nimm mal mit, wir gehen Dings. Rotkleid kurz. Aber guck mal, du kannst sie hier auch verstellen. Ob du so bist oder so. Hier. Geh mal nah ran, dass man sieht. Das sieht man von weitem gar nicht. Siehst du? Ja. Bei den anderen kannst du es hier verstellen. So, zack, zack. Und dann ist, ob du so bist oder so. Und hier kannst du so verstellen. Also ganz ehrlich, wir müssen mal fragen, was der kostet. Kostet der Quanta viel, sag ich dir, wie es ist. Viel Material, viel Geld. Ja, ist gut, Bro. So, willst du als Bäckerfahrer bitte so? Willst du hier so fahren? Ja, ich würde mir die kaufen, ganz ehrlich. Hätte ich die CVO? Findest du die geiler als die andere? Nein. Ja, was würdest du dann kaufen? Ja, die andere ist ja nicht verfügbar. Und kommt drauf an, wie viel die kostet. Die ist schon schwarz. Ja, die im Showroom bei Ding war auch schwarz. Aber er bringt sie nicht schwarz. Ja, lass mal fragen. Ist ein wichtiges Ding für dich. Das sind gerade Leute, wir fragen mal. Mach mal Pause. So Leute, wir waren gerade bei einem Lenkerhersteller und haben uns so einen Lenker angeguckt, wie ich gerne hätte. Die haben zwei Vorteile. Die besprechen wir aber dann, wenn es soweit ist. Jetzt haben wir gerade den Tipp bekommen, dass hier auch ein Stand vom V-Team ist. Und da ist der ursprüngliche Lenker, den ich eigentlich haben wollte. Und da hieß es, dass die ab November, Dezember wieder verfügbar sind. Ihr wisst ja, V-Team, bisschen irgendwie Besitzer gewechselt, dies, das. Deswegen haben die Lieferschwierigkeiten. Und jetzt fragen wir mal nach, wann wir mit dem Lenker rechnen können. Augenhöhe. Warum mal? Ich habe Schulter-OPs. Bruder, du trainierst doch. Sei doch nicht so. So, da ist V-Team. Jetzt fragen wir mal nach. Bis gleich. So, wir haben liebevoll eine Karte bekommen. Wir sollen bei Kestek mal anrufen. Aber er hat uns Mut gemacht, ne? Er meinte ja, jetzt, das wird locker was bis zur nächsten Saison. Das heißt, vielleicht nicht jetzt November, Dezember, aber dann demnächst. Boah, guck mal, was hier ist, ne? Die ist ja komplett Carbon. Da hat sich schon so eine kleine Horde drum gebildet. Guck mal. Okay. Sieht man es aus deinem Winkel? Ja, weil vor mir stehen Leute. Aber man sieht komplett Carbon, Bro. Entschuldigung. Bruder. Aber irgendwie ist too much, ne? Oder findest du es geil? Also ich finde die Optik geil. Findest du gut? Ich find's too much. Carbon so als Akzente setzen, aber so komplett ist mir too much, Bro. Aber was ist das? Hier ist doch normal der Luftfilter. Oder ist der Luftfilter hier oben? Ich weiß, dass der Tank nicht da ist auf jeden Fall. Der ist hier. Ja. Aber hier ist normal der Luftfilter und hier ist jetzt Flüssigkeit. Ich hab's angefasst. Aber das ist mir zu viel Carbon, sag ich ja, wie es ist. Es sieht cool aus, ist mir aber zu viel. Ob das bei so viel Carbon ist? Hä? Aber du sparst Fettgewicht. Ja, man merkt. So Leute, das war's eigentlich von der Custom Bike Show Bad Salzuflen. Wir genehmigen uns jetzt gleich noch was zu essen. Da nehmen wir euch natürlich auch mit. Draußen gibt es Food Trucks. Die verleiben wir uns ein, die Nahrung. Und ihr werdet dabei sein. Und so langsam neigt sich für dieses Jahr zum Ende hin. Ne? Aber die Leute fahren ja von da. So Leute, wir genehmigen uns Pizza. Und mit diesem wundervollen Bild verabschieden wir uns. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert unbedingt den Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und ciao.